Ah, neuer Tag in der in YouTube-Firma. So, ja, schauen wir mal, was meine Mitarbeiter so machen. Na, der arbeitet. Der arbeitet auch. Ah, was machen Sie denn? Ich drücke hier die ganze Zeit so einen Knopf und jedes Mal, wenn ich ihn drücke, wird irgendein zufälliges Video, was gerade hochgeladen wurde, Oh. aus der Videobearbeitung heraus veröffentlicht. Ah, gefällt mir. Weitermachen. So, was macht? Ah, hier ist noch jemand. Okay, was machen Sie? Also mein Job hier ist es, nichts zu tun und dabei beschäftigt auszusehen. Oh, machen Sie gut. Also, Sie kriegen Gehaltserhöhung. Weitermachen. So, mal weiterschauen. Und was machen Sie? Also ich füge hier irgendwo irgendwelche Sachen an und erstelle somit ein neues YouTube-Design. Ah, cool. Das, also, passt, machen Sie weiter. Oh, und was machen Sie hier? Ich überlege mir gerade, was für neue Features den Leuten, die YouTube benutzen, noch gefallen könnte. Kommen Sie mal mit. Folgen Sie über diesen coolen Diamantweg, weil wir so viel Geld haben. Setzen Sie sich. Sie sind gefeuert. Ich bin nun schon ziemlich lange bei YouTube und werde nun meinen Posten abgeben an jemanden, der immer wie ein Sohn für mich war. Komm rein. Du leitest ab sofort die Firma und ich werde in Rente gehen. Gut. Also ich gehe dann mal. Wie, sie feuern mich? Ein Vorgänger hat mir wegen meiner guten Arbeit hier sogar noch eine Gehaltserhöhung gegeben. Bibock Bock. Meinen Sie damit, dass ich überhaupt nicht tue, oder wie? Vielen Dank dafür, dass Sie mich wieder eingestellt haben, Boss. Ich weiß nicht, warum Sie wie ein Huhn aussehen. Aber es ist mir auch egal. Auf jeden Fall danke dafür, weil ich habe mir wirklich immer sehr viel Mühe mit meiner Arbeit hier gegeben. Und da, das wollte ich einfach mal loswerden. Und Sie sind auf jeden Fall ein besserer Boss als der alte. Sie gefallen mir schon mal. Wie, ich soll jetzt hier normal und sinnvoll arbeiten und die Videobearbeitung automatisieren lassen? Wir sind YouTube. Wir können uns das leisten. Und außerdem, die Leute merken es doch eh nicht, dass wir hier nichts tun. Wie, ich soll mir jetzt auf einmal Mühe für das neue Design geben? Muss ich ja früher auch nie tun. Ich will mir doch keine Mühe für mein blödes YouTube-Design geben. Ich kündige. Der alte Boss hat mir viel besser gefallen als Sie. Blöder neuer Boss. Auf Wiedersehen, guter alter Pool. Also das hier habe ich mir ja wohl mindestens noch verdient nach all meiner harten Arbeit, die ich lange Zeit, viele Jahre in diese Firma gesteckt habe. Mein letzter Wille vor dem Tod ist, dass dieser Arbeiter, der dort hinten steht, umgebracht wird. Und damit Ruhe in Frieden. Der Chef von alter Chef von YouTube. Weißt du, URL, früher habe ich mir irgendwie immer gewünscht, dass dieser Boss da stirbt, weil er war immer furchtbar unfreundlich und wäre er nicht so plötzlich von YouTube zurückgetreten, dann hätte ich diesen guten Job nie bekommen. Aber jetzt, wo es tatsächlich passiert ist, tut er mir doch irgendwie leid und ich wünsche, es wäre alles anders gelaufen. Schon wieder ein Arbeitstag vorbei. Ich denke, ich sollte dann langsam mal gehen. Hallo, Boss.
Ich gehe jetzt. Moment mal, Boss! Ah! Okay. Ja, danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Und Wenn es euch gefallen hat, like, kommentiert, abonniert. Wenn nicht, na gut. Wenn es nur für übel sein soll, dann disliked ruhig unsere Videos. Ihr könnt ja in die Kommentare da lassen, Vorschläge, Bewertungen, was auch immer. Nur bitte keinen Spam, beziehungsweise die meisten Spammer schauen die Videos nicht zu ändern, deswegen passt das schon. Und ja, danke mich nochmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, euch hat's gefallen. Und ich hoffe, euch in einem anderen Video wiederzusehen. Ciao, ciao! Auf Wiedersehen! Ciao! Und ich hoffe, dass auch das euch gefallen hat und naja. Hier musst du gemauert werden für alles, was sie den guten Arbeiter angetan hat. Der Boss soll nie wieder den Raum hier verlassen. Weg damit! Also YouTube, wir wissen alle, YouTube, diese Videos sind nur vergleichen, was YouTube, also alles falsch macht und deswegen. Und schaut euch mal das Gebäude an, das sieht komplett weiß aus. Passt also zu YouTube? Ja, also wir haben uns super viel Mühe damit gegeben, kann man nur sagen. Und die meisten Ideen kamen von, und die Idee, das Video zu machen, kam von Marvin. Also nur so als kleine Credits und ja. Und alle Sprachrollen, also die des Bosses kamen von Marvin. Warte mal. Und die des Priesters auch und der Rest kam von mir und ja. Und hier oben ist noch ein Schild. Und hier oben ist noch ein Schild. Und das hat man auch beim Video gesehen, wo das Chicken dieses Schild angeschaut hat. Wer das wäre? Der die Frage beantwortet in den Kommentaren, der kriegt einen virtuellen Keks von mir. Alle anderen kriegen gar nicht. Einen ganzen virtuellen Keks. Wohl bemerkt. Von ihm. Also schon krass. Und ja. Dann, bis zum nächsten Mal. Wenn, was ich nicht glaube, aber wenn du versuchst es zu schreiben, Marvin, dann gibt's dafür ein paar Schläge, ja. Hatte ich nicht vor. Also dann, bis zum nächsten wenn, Mal. Das halte ich für uns unwahrscheinlich, aber wenn du es schreibst, Simon, dann kriegst du sogar 3 Kekse. Ja, gut. Also gut, wir sehen uns beim nächsten. Und ciao.